Gut, jetzt ist es wieder da. Das heißt, ich begrüße Sie jetzt nochmal ganz herzlich im Modul Theoretische Elektrotechnik Teil 1, Theoretische Elektrotechnik 1. Und das ist mir diesmal tatsächlich eine ganz besondere Freude, direkt aus mehreren Gründen. Ich habe 6 Jahre keine Lehre gemacht. Ich war 5 Jahre Prorektor an dieser wunderschönen Universität und war dann noch 1 Jahr freigestellt, um wieder in die Forschung reinzukommen, habe die meiste Zeit davon aber damit verbracht, tatsächlich die Lehre umzustellen. Das heißt, ich mache jetzt wieder theoretische Elektrotechnik, was ich ganz besonders gerne mache, und versuche es aber tatsächlich auch anders zu machen. Und das ist spannend für mich. Tatsächlich spannend ist, jetzt wieder als Hochschullehrer tätig zu sein, nachdem man eine ganze Zeit lang auch was Schönes gemacht hat, nämlich Universitätsmanagement. Aber ich meine, Hochschullehrer habe ich mir irgendwann mal ausgesucht und es hat auch geklappt. Ist man ja froh, wenn das klappt. Und jetzt darf ich sozusagen wieder das machen, was ich ursprünglich mal machen wollte. Also ich bin schon mal sehr freudig erregt und hoffe, dass Sie das auch sind, weil Sie jetzt endlich theoretische Elektrotechnik machen dürfen. Und wir werden es aber etwas anders machen, als es jetzt die ganzen Jahre über gelaufen ist. Also auch anders, als ich das noch vor 6 Jahren gemacht habe. Weil ich auch bedingt durch die Tätigkeit als Prorektor eine ganze Menge rumgekommen bin, habe andere Universitäten besucht, habe viele Kolleginnen und Kollegen gesprochen, habe mich viel mit universitärer Lehre beschäftigt und bin mit den Erfahrungen, die ich selber vorher gemacht hatte und mit den Erfahrungen, die andere gemacht haben, dann zu dem Schluss gekommen, dass dieses klassische Vorlesungsformat vielleicht nicht hundertprozentig ideal ist. Vorlesungen gibt es ja schon ewig und die sind nicht schlecht, insbesondere wenn sie gut gemacht sind. Aber es ist ein Format, was man ja mal überdenken kann. Also es kommt ja tatsächlich aus der Zeit, als sich nicht jeder Studierende ein Buch leisten konnte und einer hatte eins und er hat dann das Buch vorgelesen. Und das war eine Vorlesung, ganz vereinfacht dargestellt. Es gab einen Gelehrten, der hat auch nicht immer nur ein Buch vorgelesen, der hat auch sehr häufig dann erzählt, was er eben weiß. Aber einer steht vorne und versucht das, was er weiß, an den Mann zu bringen. Früher tatsächlich Männer, heute glücklicherweise auch viele Frauen. Kann mehr oder weniger interaktiv gemacht werden. Und tatsächlich ist es aber so, je größer die Gruppe ist, desto weniger interaktiv kann sowas sein. Das heißt, meistens, wenn ich mich so zurückerinnere, war es auch in theoretischer Elektrotechnik meistens dann so, dass ich vorne gestanden habe, ich habe an der Tafel gearbeitet, habe letztendlich von solchen Karten hier dann auch angeschrieben, was ich anschreiben wollte. Und ab und zu gab es auch mal eine Frage, dann hat man die Frage dann eben beantwortet, aber kurze Frage, kurze Antwort, weiter. Also so richtig interaktiv ist das nicht. Das kann man natürlich auch anders machen. Besser, als ich das damals gemacht habe. Viele Kollegen machen das auch, machen tolle Vorlesungen. Ich will es jetzt mal ganz anders probieren. Und das Ganze nennt sich hochtrabend Inverted Classroom, hört sich auch, ist ein englischer Begriff, hört sich irgendwie neu und innovativ an, ist natürlich auch kalter Kaffee. Also gibt es auch schon ewig. Inverted Classroom heißt einfach, also nochmal, ich fange nochmal andersrum an. Vorlesung, einer steht vorne, schreibt was an, erzählt, erklärt und so weiter. Und danach gehen Sie mit dem Wissen nach Hause und versuchen das dann nochmal nachzuarbeiten. Was ist das Problem dabei, bei diesem Vorlesungsformat, außer dass es eben nicht so interaktiv ist? Es gibt auch das Problem, dass Sie alle ja glücklicherweise sehr unterschiedlich sind. Und diese Unterschiedlichkeit bedeutet aber auch, dass ich zum Beispiel das Tempo einer Vorlesung gar nicht ideal für alle treffen kann. Weil sie alle ein bisschen unterschiedliches Vorwissen haben, weil sie, wenn ich so in die Runde schaue, zum Beispiel auch eine unterschiedliche Muttersprache haben, also eine unterschiedliche Sprachkompetenz in deutscher Sprache haben.
genauso wie ich auch Probleme hätte, im Chinesischen klarzukommen, viel mehr als Sie im Deutschen. In der Vorlesung passiert das ganz häufig, ich erlebe das übrigens selber auch, wenn ich einen Vortrag von einem Kollegen höre oder sowas, da kommt man an einen Punkt, da wird was gesagt, was man entweder ganz toll findet, da fängt man an zu überlegen, naja, was hat denn das jetzt für Konsequenzen für meine eigene Sache, was mache ich mit diesem Gedanken, ist man abgelenkt. Oder es kann auch passieren, dass man irgendwas kommt, was man nicht versteht. In der Vorlesung Theoretische Elektrotechnik habe ich so das Gefühl, dass das vielleicht das Häufigere ist, dass irgendwas gesagt wird oder eine Formel angeschrieben wird, wo Sie sagen, das verstehe ich nicht. Und dann sind Sie auch automatisch erstmal abgelenkt. Und dann wieder reinzukommen, in der Vorlesung ist es nicht immer ganz einfach. Wenn Sie einmal den Faden verloren haben, dann würden Sie eigentlich gerne in dem Moment sofort Pause drücken und vielleicht auch nochmal eine Minute zurückspulen, sich das Ganze nochmal anhören. Aber das können Sie natürlich in einer Vorlesung dieser Art nicht. Und dann gibt es auch die, die sagen, mein Gott, wann kommt er endlich zum Punkt? Das weiß ich doch schon alles. Das haben wir doch da und da schon gemacht. Das ist jetzt die dritte Wiederholung, was weiß ich, Fourier-Transformation, kann ich schon vorwärts und rückwärts, der soll endlich mal voran machen. Für die bin ich also zu langsam. Und es gibt andere natürlich auch, für die bin ich zu schnell. Die sagen, Moment. Ich weiß vielleicht, dass ich das schon mal gehabt habe, aber ich brauche jetzt trotzdem mal einen Moment. Das geht mir zu schnell. Also es gibt unterschiedliche Geschwindigkeiten. Das ist ganz normal. Das ist nichts, geht mir genauso. Also ich sitze in einem Vortrag, ein Kollege neben mir versteht es, ich verstehe es nicht und muss danach anschließend zum Vortragen laufen und sagen, können Sie mir das nochmal erklären? Also ist eine ganz normale Sache. Und passiert umso häufiger und umso wahrscheinlicher, je heterogener die Zusammensetzung der Gruppe ist. Und heutzutage, das ist ja auch ein Fortschritt, sind Universitäten relativ offen. Das heißt, ein relativ großer Querschnitt der Gesellschaft studiert auch. Und das ist auch gut. Aber bringt auch Probleme mit sich. Also früher hat eine Elite unterrichtet. Und heute würde ich sagen, ist das auf beiden Seiten nicht mehr so. Also heute haben wir auf der Seite vom Tresen einen Durchschnitt durch die Gesellschaft, naja, vielleicht ein bisschen überdurchschnittlich. Und auf der anderen Seite auch einen Durchschnitt durch die Gesellschaft und auch ein bisschen überdurchschnittlich. Aber eben nicht mehr so viel wie früher. Und das gibt regelmäßig Probleme. Und das andere, was mich irgendwann gestört hat, jedes Jahr stehst du hier vorne und schreibst immer wieder das Gleiche an. Weil theoretische Elektrotechnik entwickelt sich nicht so großartig weiter. Das ist Grundlagenstoff. Das können Sie in Marmor meißeln. Und so wahnsinnig viel, ups, der macht hier schon wieder irgendwelche Sprünge, ich hoffe, das hält durch. Also da passiert nicht so wahnsinnig viel. Das ist wirklich eine relativ statische Vorlesung. Also für alle, die jetzt die Aufzeichnung anschauen, ja, auch im Saal ist das Bild jetzt weggegangen. Und ich weiß nicht so richtig, warum. Ich versuche hier einfach nochmal wieder den Stecker zu ziehen und zu stecken. Jetzt blinkt es wieder, jetzt nimmt es wieder auf. Also, tut mir im Zweifelsfall leid für die da draußen. Ich habe nichts falsch gemacht, wie immer. Es ist die Technik, die böse Technik. Wir werden das noch perfektionieren im Laufe der Zeit. Gut. Also ich vertraue darauf, dass Sie diesen Status akzeptieren. Ich sehe mich außerstande, ihn wirklich hier zu kontrollieren. Und die Theodor Dresden hat auch gesagt, in so einer Veranstaltung muss er nicht kontrolliert werden. Aber nehmen Sie es trotzdem ernst. Genauso bitte die Kontaktnachverfolgung. Am Eingang zum Raum hängt ja auch ein QR-Code. Checken Sie sich bitte mit der Corona-Warn-App ein. Jedes Mal, wenn Sie hier an der Lehrveranstaltung teilnehmen. Auch das ist im Zweifelsfall hier auf den FAQ-Seiten der TU Dresden, den Corona-FAQ-Seiten, nochmal nachzulesen. Wir brauchen das jetzt nicht mehr alles durchzugehen.
Gut, das zu Corona hätte ich am Anfang sagen sollen, habe ich verpasst, habe ich jetzt nachgeholt. 6 Jahre raus. Gut, schauen wir uns mal die Hilfsmittel ein bisschen an. Wir haben also hier natürlich einen Opalkurs. Die, die hier sind, haben den auch schon gefunden, weil sie eingeschrieben sind. Ich will einfach mal ganz kurz die Menüpunkte mit Ihnen durchgehen, damit wir es einmal gesehen haben, weil ich weiß, wie das ist, Semesteranfang, Sie sind, was weiß ich, in 10 Kursen eingeschrieben, jeder glaubt, er ist der Allerwichtigste und geht davon aus, dass Sie genau diesen Kurs intensiv studiert haben. Und natürlich sind die nicht alle gleich wichtig. Ne? Das ist klar, am wichtigsten ist natürlich mein Kurs. Deshalb werden wir ihn einfach mal ganz kurz durchgehen. Also das ist Quatsch, die anderen sind natürlich genauso wichtig. Aber wir werden einmal mal ganz kurz durchgehen, das, was wir gesehen haben. Also es gibt eine Willkommensseite, wo nochmal ein paar Sachen zusammengefasst sind, Voraussetzungen, die Inhalte, die Lernziele und unten auch nochmal eine Zusammenstellung Arbeitsaufwand. Warum das? Naja, wenn man Inverted Classroom macht, kommt häufig die Frage, jetzt muss ich das alles selber lernen, habe ich denn da überhaupt die Zeit für? Ja, haben Sie. Es gibt ja 10 Leistungspunkte für das Modul und man kann dann runterrechnen, wenn man die Präsenz abzieht, wie viel bleibt eigentlich über? Und es bleiben also rein rechnerisch, das ist natürlich für den Bologna-Durchschnittsstudierenden gedacht, für den bleiben 106 Stunden übrig. Man weiß inzwischen aus vielen Untersuchungen zum Workload, dass erfolgreiche Studierende typischerweise den zur Verfügung stehenden Workload gar nicht komplett ausschöpfen, sondern nur so ungefähr zu 2/3, was ich gut finde, was einfach nur heißt, dass Studierende im Schnitt klüger sind, als die Schöpfer und Schöpferinnen der Bologna-Reformen sich das ursprünglich gedacht hatten. Und das ist eine gute Sache. Sie haben diese 106 Stunden zur Verfügung, die Sie wirklich nur fürs Selbstlernen haben. Und wenn Sie von denen jetzt die 12 Stunden Video abziehen und sagen wir mal, Sie brauchen nicht 12 Stunden, sondern gucken jedes Video zweimal, sind es 24 Stunden, dann haben Sie immer noch viel Zeit, die Sie in dem Modul aufwenden können. Also rein rechnerisch funktioniert das. Es ist einfach nur jetzt mehr über das Semester verteilt. Das Lernen kommt nicht mehr so geballt am Ende vor der Prüfung. Dann gibt es einen Menüpunkt jetzt bin ich ausgeloggt, ist auch schön. Loggen wir mal wieder ein. Das kennen Sie, wie schnell man aus dem Opal ausgeloggt wird. Das kennen Sie ja auch. Dann gibt es Mitteilungen, die werden dann auch, wenn Sie eingeschrieben sind, glaube ich, an Sie zugestellt. Da gibt es jetzt schon 2 Mitteilungen, wo einfach ein paar Informationen, wo ich das also nutzen würde, um Informationen an alle zu verbreiten. Wichtig vielleicht das Kalendermodul. Da sehen Sie für heute, dass 12.50 Uhr bis 16.20 Uhr das erste Plenum ist und dass es hier um die Einführung in die Thematik geht. Sie sehen oben auch bei den Ganztagesterminen, dass erstens die Kurseinschreibung noch läuft und dass wir zweitens schon in der Phase Selbstlernen Block 1 sind. Also den Block 1 dürfen Sie jetzt schon lernen. Da sind wir direkt bei den Blöcken, da springe ich einfach mal in die Blöcke rein. Da gibt es einen Strukturpunkt Block und bei Block 1 finden Sie dann auch in der Übersicht die entsprechenden Videos verlinkt. Da geht es also um die Begriffsbestimmung, das Vorwissen und die axiomatischen Grundlagen. Nebenher schaue ich mal ganz kurz auf die Aufzeichnungsbox, die noch fleißig blinkt. Sehr gut. Ich glaube, beim nächsten Mal stelle ich die andersrum. Dann können Sie schauen, ob die noch blinkt. Und da Sie einfach mehr sind, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann den Fehler schnell finden, einfach größer. Gut. Also, Begriffsbestimmung, Vorwissen, axiomatische Grundlagen. Das sind die ersten 3 Videos. Ich habe das Gesamtpaket fürs Wintersemester einfach versucht, in einigermaßen gleich große Blöcke zu zerteilen. Das sind dann übrigens, das sieht man ja auch hier am Rand, 12 Blöcke entstanden.
Und ich habe eben schon gesagt, das Wintersemester hat so 14 bis 15, ich glaube, dieses Mal sind es 15 Wochen. Ziehen wir ab für die Einführung. Dann wären jetzt also noch 2 Termine übrig. Und das können wir dann auch im Kalender mal kontrollieren. Im Kalender, wenn wir da vorgehen, irgendwann ist das Semester zu Ende, Februar. Genau, dann gibt es also hier am 25.01. ein Plenum zum Thema Vertiefung, Reflexion, Prüfungsvorbereitung. Da steht also nicht mehr Block 13 oder sowas. Und in der Woche darauf auch. Das heißt, wir haben am Ende tatsächlich noch 2 Plenarveranstaltungen, die sozusagen themenoffen sind. Das fällt in die Kategorie, ich habe erfolgreich geschafft, der Versuchung zu widerstehen, mehr Stoff in die ganze Sache reinzustecken, als ich das früher gemacht habe. Ich hätte noch Blöcke gehabt und finde das toll, dass ich das nicht gemacht habe. Eine Frage. Also, die Frage, ich wiederhole jetzt Ihre Frage, damit das auch auf der Aufnahme landet. Die Frage ist zu den Übungen, dass es freitags 2 Übungen gibt. Ich danke Ihnen außerordentlich für das Stichwort. Ihre Kommilitonen werden gleich vermuten, ich hätte Sie irgendwie bestochen, dass Sie mir das Stichwort zuwerfen. Ich wollte gerade zu den Übungen kommen. Machen wir aber ganz kurz noch hier die Übersicht fertig. Also Sie können mich gleich nochmal erinnern, wenn Sie wollen. Also es gibt hier die Aufteilung der Blöcke und was Sie auch sehen ist, dass es in Block 1, in den anderen Blöcken auch, nochmal einen Ordner gibt, weitere Materialien, da sind im Moment noch nichts drin, aber irgendwann landet da vielleicht was drin. Und es gibt immer auch noch einen Eintrag Selbsttest. Und dieser Selbsttest, das ist wirklich, der heißt nicht nur Selbsttest, das ist ein Selbsttest, den machen Sie selbst und er ist auch für Sie selbst. Das ist also nichts, was wir hier kontrollieren würden. Das sind auch keine schwierigen Fragen. Das sind alles Fragen, die, wenn Sie das Skript nehmen, Skript, gutes Stichwort, danke, das Skript finden Sie im Ordner OER-Materialien. OER steht für Open Educational Resources. Das ist ein Ordner, der auch zugänglich ist, wenn Sie im Opal gar nicht angemeldet sind. Das heißt, den sieht die ganze Welt und darf Sie auch sehen, weil da nichts Geheimes drin ist. Da ist einfach das Skript drin und vielleicht am interessantesten sind hier unten die 3 Dateien TET1 Handout, TET2 Handout und TET Handout. 1 ist alles, was Sie in den Videos sehen, aber fürs erste Semester. 2, alles, was Sie in den Videos sehen, fürs zweite Semester. Und ohne die Nummer ist einfach alles zusammen in ein Dokument gepackt. Je nachdem, wie Sie sich das gerne ausdrucken oder abspeichern möchten, können Sie es nehmen. Und in den Unterordnern, da fragen Sie sich, was ist da drin, in den Unterordnern finden Sie die Folien so, wie sie in den Videos aufgeblättert werden. Das heißt, das sind dann PDFs mit ganz, ganz vielen Seiten, weil jeder Schritt des Aufblätterns im PDF eine neue Seite ist, kennen Sie vielleicht. Und das ist was, das will man sich nicht wirklich ausdrucken. Und manche drucken halt gerne noch und für die sind eben diese anderen Dateien gedacht. Also das auch erwähnt, wo finden sich die Skripte. Und ich war beim Selbsttest. Die Aufgaben im Selbsttest, wenn Sie das durchgehen, und legen sich das Skript daneben, dann ist das überhaupt kein Problem. Dann finden Sie die Antwort der Frage 1 auf der Seite 1, die Antwort der Frage 2 wahrscheinlich auf der Seite 2 und so weiter und so fort. So ist das Ganze nämlich auch entstanden. Ich habe mir zur Aufgabe gesetzt, ich mache noch Selbsttestaufgaben. Dann habe ich mir das Skript genommen und gesagt, oh, was kann man denn zu Seite 1 fragen? Was kann man zu Seite 2 fragen? Das heißt, wenn Sie sich das Skript daneben legen, ist das überhaupt keine Herausforderung. Null. Deshalb mein Rat, meine Bitte, meine Aufforderung, machen Sie es so nicht. Legen Sie sich das Skript nicht daneben, sondern versuchen Sie den Selbsttest. Ich schaue mir auch keine Auswertungen davon an, das ist mir viel zu viel Arbeit. Das ist wirklich nur für Sie. Versuchen Sie den Selbsttest zu machen, ohne dass Sie das Skript daneben liegen haben.
Das ist mehr oder weniger so eine Aufmerksamkeitskontrolle, ob Sie in der Lage waren, dem Video zu folgen. Wenn Sie Probleme haben, die Fragen zu beantworten, dann waren Sie an bestimmten Stellen nicht aufmerksam genug, was okay ist. Und Sie können es natürlich auch nutzen, um später, man vergisst ja auch Sachen, Sie können es natürlich auch nutzen, um dann später nochmal zu checken, zum Beispiel vor der Prüfung, habe ich das eigentlich noch drauf, kann ich das noch? Können Sie nochmal durchgehen und finden dann auch die Stellen, an denen Sie irgendwas wieder vergessen haben. Dafür ist es da. Gibt für den Selbsttest keine Bonuspunkte, wird von uns nicht kontrolliert, können Sie unendlich oft durchführen. Ob Sie es machen oder nicht, ist mir irgendwo auch egal, weil es etwas ist, was Sie für sich machen sollen. Also wirklich egal ist mir nicht, ich wünsche mir, dass Sie es machen. Aber wenn Sie es nicht machen, werde ich es nicht kontrollieren, ich werde es auch nicht erfahren. Aber machen Sie es. Übrigens, ich drifte ab ins Anekdotische, ich habe festgestellt, was beim Erstellen von so Aufgaben wirklich schwierig ist, sich die ganzen verkehrten Antworten auszudenken. Das ist eine richtig blöde Arbeit, kann ich Ihnen verraten. Also macht keinen Spaß. Aber gut, ich werde ja auch bezahlt dafür, muss mir nicht Spaß machen. Und gibt andere Sachen, die machen mir Spaß. Übungen war das Stichwort. Übungen. Es gibt einen Unterpunkt Übungen, wo auch was zu den Übungen steht und wo auch schon das erste Übungsblatt verlinkt ist. Es gab heute auch schon die erste Nachfrage zu Übungen, also zumindest in dem Fall eine Studentin hat das erste Übungsblatt schon entdeckt und dazu eine Frage Frage- und Antwortforum gestellt, auf das ich dann gleich noch komme. Wenn nicht, erinnern Sie mich dran, dass ich da noch drauf kommen wollte. Es läuft noch, es blinkt noch. Gut. Also, Übungsblätter werden hier veröffentlicht und sollen, na, wie sage ich es jetzt? Sie sollen sich an den Aufgaben genauso selber, nicht unbedingt alleine, gerne in Kleingruppen. Was sind übrigens Kleingruppen? Zwei Leute ist noch keine richtige Kleingruppe, zwei Leute ist mehr so ein Paar. Fünf Leute, würde ich sagen, ist so die obere Grenze. Also oberhalb von fünf ist es meistens schon so, dass ein Herr oder eine dabei ist, die nicht mehr so hundertprozentig folgt. Aber das ist nur eine Daumenregel. Also wenn Sie eine total gut funktionierende Sechsergruppe haben, ist das auch fein. Aber bilden Sie irgendwelche kleinen Gruppen und beschäftigen Sie sich mit den Aufgaben. Beschäftigen heißt, versuchen Sie, sie selber zu lösen. Versuchen Sie, so weit wie möglich zu kommen. Irgendwann kommen Sie an einen Punkt, wo Sie nicht weiterkommen. Da fragen Sie zuerst in Ihrer Gruppe, wie ist denn das eigentlich? Und wenn sich das da nicht klären lässt, stellen Sie eine Frage auf der Plattform, auf die ich jetzt gleich noch komme. Und wofür sind die Übungen da? Die Übungen sind Angebote unsererseits, wo wir einen Raum und Personal zur Verfügung stellen. Bei der Gelegenheit darf ich vorstellen, Herr Jü ist unser erfahrenster Übungsassistent, der das schon länger macht. Und wir haben noch zwei Übungsassistenten, die jetzt vor kurzem erst angefangen haben, der Herr Mollenaar und der Herr Agafonov. Also, wir stellen Räume und Personal zur Verfügung für Übungen. Und Übungen heißt in dem Fall nicht Vorrechenübungen. Das hätten Sie sich jetzt fast schon denken können, dass wir das gerade nicht machen. Sondern Übungen heißt an der Stelle, Sie kommen dahin und können Fragen stellen, können sich helfen lassen, können dort Aufgaben selber bearbeiten, aber bekommen keine fertige Lösung. Sie haben es auf dem Übungsblatt vielleicht gesehen, wir stellen Kurzlösungen zur Verfügung. Ob es irgendwann sowas gibt wie Musterlösungen, weiß ich noch nicht.
Bin da sehr, sehr hin und her gerissen. Ich persönlich glaube, dass Musterlösungen eher kontraproduktiv sind, weil das dann wieder leicht dazu führt, dass sie sagen, ah ja, ich habe die Musterlösung, ja, genau so hätte ich das auch gemacht. Ne? Also so wie der Lewandowski die Tore schießt, das habe ich mir jetzt so häufig angeschaut, ich kann das auch. So ist es nicht. Ne? Sie lernen nur, indem sie es selber machen. Und deshalb bin ich ein bisschen skeptisch mit Musterlösungen. Kurzlösung ist okay, damit Sie Ihre eigene Rechnung überprüfen können. Und wie gesagt, in den Übungsgruppen, in den Übungsterminen können Sie sich unterstützen lassen. Ich weiß nicht, Herr Jü, machen wir noch eine Einschreibung für die Übungsgruppen, dass wir auch die Raumkapazitäten nicht überbuchen oder wie soll man es machen? Müssen wir uns noch überlegen. Ja, haben wir uns noch nicht darüber abgestimmt. Das ist ja, normalerweise würde ich sagen, wer da ist, ist da. Aber jetzt, ich meine, die eine findet statt im Schönfeldhörsaal, der ist groß, da passen wahrscheinlich sogar alle rein. Die andere findet, glaube ich, hier statt. Ne? Genau, und hier sind eben nur wieder 56. Aber ich glaube, die hier stattfindet, ist freitags nachmittags. Das ist erfahrungsgemäß sowieso so ein bisschen teilnahmebegrenzend, automatisch. Die andere ist, glaube ich, freitagmorgens. Da kommen alle noch gerne. Aber freitags nachmittags wird es manchmal ein bisschen schwieriger. So, Check, Aufnahme läuft noch und Sie sehen auch noch was. Wunderbar. Das sind also die Übungen. Also auch da sollen Sie möglichst viel selber machen. Und jetzt kommen wir auf das... Ja, es blinkt noch, gut. Also dieser Kasten verunsichert mich. So, wir haben jetzt kein Bild. Für die, die jetzt noch zuhören, die die Aufnahme anhören, das läuft nämlich noch. Wir haben jetzt kein Bild im Hörsaal und wahrscheinlich haben Sie auch kein Bild. Das heißt, ich werde jetzt hier nochmal die Verbindung ziehen. So, bei dieser Unterbrechung haben Sie, werte Zuhörer und Zuschauer außerhalb des Hörsaals, jetzt nichts verpasst, weil ich nämlich den Moment abgewartet habe, bis die Verbindung wieder steht und auch die Aufnahme wieder läuft. Aber richtig gefallen tut mir das noch nicht. Gut, also wir haben eine weitere Plattform. Viele von Ihnen haben die auch schon entdeckt. Das nennt sich qa-tet.et.tu-dresden.de, hier mal aufgemacht. Und da ist natürlich sofort die Frage, meine Güte, warum gibt es jetzt in TET nochmal eine neue Plattform? Haben wir nicht schon genug Tools in der Lehre? Ja, eigentlich ja. Und ich habe lange nachgedacht und viele Leute gefragt, ob wir für das, was ich hier machen will, ein Tool haben. Und dann war zum Schluss die Antwort, nein, dafür haben wir kein Tool. Und dann habe ich gedacht, okay, dann schaue ich mich um, was gibt es? Und es gibt ein Open-Source-Tool, nämlich dieses hier, was wir dann auf einer virtuellen Maschine hier im Rechenzentrum installiert haben, es da auch installieren durften. Das ist ja ein längerer Prozess. Ne? Also man muss die Informationssicherheit fragen, man muss den Datenschutz fragen, man muss die Webdesigner fragen, man muss das ZIH fragen, ob man die Maschine auch laufen lassen darf. Dann braucht man ein Impressum, man braucht eine Bescheinigung der Barrierefreiheit, man braucht Nutzungsbedingungen, also das muss man alles machen. Habe ich gemacht. Das heißt, lange Rede, kurzer Sinn, ich darf das betreiben. Was nicht selbstverständlich ist. Ich darf das betreiben. Es ist als ausreichend sicher eingeschätzt worden. Und wenn man nicht angemeldet ist und aus dem Internet draufschaut, dann sieht das so aus, wie es jetzt hier aussieht. Das heißt, man sieht jetzt zwar, dass hier Fragen gestellt wurden, man sieht aber den Inhalt der Fragen nicht und man sieht auch nicht, wer das gestellt hat. Da steht also dann so ein Platzhalter User hidden. Und wenn ich jetzt hier draufklicken würde, dann bekomme ich nur die Aussage, dass ich mich da einloggen soll. Und beziehungsweise registrieren soll. Und das wäre auch die Aufforderung an Sie, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, registrieren Sie sich bitte auf dieser Plattform, weil wir werden Sie brauchen, um diesen
Frage-Antwort-Prozess, diesen Lernprozess, der über Fragen und Antworten passiert, mit Ihnen gemeinsam zu gestalten. Ich logge mich jetzt mal ein, damit wir ein bisschen mehr sehen. Ich habe einen Zugang. Die Frage ist nur, wie ich jetzt da dran komme. Brauche ich die Tastatur? Ich gehe mal hier mal so ein bisschen anders vor. So, gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Ah, jetzt blendet das da unten ein. Das ist ja super. Gut. Das ist auch super. Ah, ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Das hier loggt man sich nicht ein mit dem TU Dresden Login. Welches nehme ich denn? Ich gehe mal hier rein. Wie Sie sehen, habe ich so ein Passwort-Tool, das ist super, sonst wäre ich total verloren. Ich bin so schon häufig total verloren, aber dann wäre ich so richtig total verloren. So. Und ja, wenn man eingeloggt ist, dann sieht man mehr. Und ich würde Sie bitten, beim Registrieren das zu beachten, was oberhalb des Feldes beim Registrieren als Text tatsächlich auch drin steht. Da steht nämlich drin, dass Sie sich irgendeinen Benutzernamen ausdenken sollen. Da steht auch drin, dass Sie eine TU Dresden E-Mail-Adresse angeben sollen, aber nicht unbedingt die, wo steht Vorname, Nachname, sondern Sie haben noch eine zweite. In dem Text bei der Anmeldung steht auch drin, wo Sie die finden. Jeder, wusste ich auch nicht übrigens, hat mir Datenschutz gesagt, jeder, der eine TU Dresden-Mail hat, hat auch noch so eine anonyme TU Dresden-Mail. Die heißt dann irgendwie user.abc123@xyz@tudresden.de. Und das ist kein extra Konto, es ist einfach nur ein Alias für Ihr Konto, aber ein Alias, aus dem man nicht sofort erkennen kann, wer Sie sind. Und der Datenschutz hat gesagt, Herr Krauthäuser, sagen Sie doch bitte den Studierenden, Sie sollen bevorzugt diese E-Mail-Adresse nehmen. Warum eine TU Dresden-E-Mail-Adresse? Sie sollen, und warum nicht das Login über das TU Dresden-Login? Auch das wäre möglich gewesen. Ich wollte so einen Kompromiss haben zwischen, es ist ein bisschen anonym, aber nicht vollkommen anonym. Also wenn Sie es über TU Dresden-Login machen, dann läuft das ganz offiziell, dann sind Sie mit Ihrem Usernamen angemeldet. Und ich hätte die Befürchtung, dass das so ein bisschen eine Hürde ist, wenn man hier in so einem Forum aktiv ist, letztendlich mit seinem TU Dresden-Login und einfach nachvollziehbar, wer man ist. Wenn man sich mit irgendeinem beliebigen Usernamen und einer randomisierten E-Mail-Adresse anmeldet, ist das nicht so offensichtlich. Die E-Mail-Adresse sehen übrigens auch nur die Administratoren. Es gibt im Moment einen Administrator, das bin ich. Aber aus dieser randomisierten E-Mail-Adresse kann ich auch nichts rauslesen und das ZIH sagt mir auch nicht, welcher Benutzer dahinter ist. Warum dann überhaupt TU Dresden E-Mail-Adresse und nicht irgendwelche beliebigen E-Mail-Adressen? Ganz einfach, ich will nicht, dass irgendjemand außerhalb der TU Dresden, jemand beliebiger, sich hier registriert und dann vielleicht irgendwelchen Unsinn postet. So ist das zumindest dann höchstens hochschulöffentlich. Und wenn tatsächlich, ich meine, man erlebt ja die dollsten Sachen im Internet, wenn hier tatsächlich zum Beispiel strafrechtlich relevante Sachen gepostet würden, was ich nicht erwarte, was aber entgegen meiner Erwartungen auch immer wieder passiert, dann hat man, wenn es nur TU Dresden E-Mail-Adressen sind, das natürlich in der Hand, dass nicht ich, aber im Zweifelsfall die Staatsanwaltschaft oder Polizei oder wer es dann macht, die Anonymität auch wieder aufheben kann. Das ist einfach der Hintergrund. Also das Ganze ist anonym für mich und für uns und auch für Sie. Aber es ist nicht so anonym, dass Sie nicht prinzipiell identifizierbar wären. Das muss man wissen. Aber ich glaube, dass es gut ist. Ich glaube, es ist gut für die Kultur, wie wir auf so einem Forum umgehen, wenn es so pseudo-anonym ist. Also für uns ist es anonym, aber
Irgendjemand anders könnte auch rausfinden, wer es gewesen ist. Ist das klar ausgedrückt? Da sage ich jetzt auch noch was zu. Jetzt könnte man ja sagen, okay, Fragen und Antworten, da gibt es ja etablierte Tools an der TU Dresden, zum Beispiel Matrix als Chat-Tool. Da kann man ja auch eine Frage stellen, kann man einen Raum einrichten, dann stellt man eine Frage und dann kommt eine Antwort. Und so kann man das auch, könnte man das auch machen. Bei Matrix ist mein Problem, wie bei so normalen Chat-Tools auch, man verliert schnell den Überblick, welche Antwort gehört jetzt zu welcher Frage. Da muss man sehr diszipliniert sein, wenn man das einhalten will. Und ich wollte tatsächlich gerne etwas haben mit einem Score. Ich wollte gerne ein kleines, klitzekleines Möhrchen haben als Motivation, sich daran zu beteiligen. Weil Sie haben ja, sind ja in anderen Kursen immer auf irgendwelchen Plattformen unterwegs, die Sie sich selber gesucht haben. Sie machen das auf, was weiß ich, Telegram, Signal, WhatsApp, Facebook, Messenger, sonst irgendwelche Sachen, wo Sie sich austauschen. Das weiß ich ja auch, dass Sie sich austauschen. Ist auch wunderbar. Aber da tauschen Sie sich in kleinen oder auch in größeren Gruppen aus. Insbesondere tauschen Sie sich aus, ohne dass wir das mitbekommen. Für die Vorbereitung des Plenums und auch der Übungen ist es aber sehr gut, wenn wir schon wissen, wo die Fragen sind. Wenn wir auch schon wissen, oh, da ist eine Frage, die hat aber ein Kommilitone schon beantwortet. Da brauchen wir uns nicht mehr drum zu kümmern, das ist schon geklärt. Dafür ist das gut. Das heißt, ich möchte gerne, dass Sie in diese Plattform reinkommen. Ich kann Sie aber nicht zwingen, da reinzukommen. Also brauche ich die kleine Möhre, die kleine Motivation. Und die kleine Motivation ist eben, dass Sie hier Punkte bekommen. Sie kennen im Internet andere Foren, wo das auch so ist, wo man, wenn man eine Frage stellt oder eine Antwort gibt, kriegt man unterschiedlich viele Punkte. Das ist ja auch so. Das heißt, wenn Sie fragen, ist das eine Aktivität? Letztendlich wird jede Aktivität ein bisschen belohnt. Und ich mache das erste Mal. Das heißt, es ist viel zu früh zu sagen, 1.000 Punkte ist ein guter Wert oder 5.000 Punkte ist ein guter Wert und dann kriegt man irgendwas. Und deshalb jetzt am Anfang, glaube ich, ist es das Sinnvollste, einfach so vorzugehen, dass wir uns anschließend diese Punkte anschauen. Und wer sich hier, sagen wir mal, überdurchschnittlich engagiert hat, ich würde mir auch vorbehalten, das nicht nur quantitativ, sondern ein bisschen auch qualitativ einzuschätzen, weil Sie könnten jetzt natürlich Punkte sich damit verdienen, dass Sie einfach irgendwelche Schwachsinnsfragen stellen. Das würde ich nicht ganz so hoch werten wollen wie weniger, dafür aber gute Fragen. Also ich schaue mir das anschließend an und wer hier überdurchschnittlich agiert hat, der wird im Zweifelsfall, wenn er zwischen zwei Noten steht, auf die nächste Stufe gehoben. Das ist so, Sie kennen das vielleicht aus der Schule noch, da hat der Lehrer dann auch die Freiheit genommen zu sagen, ja, aber Sie haben gut mitgearbeitet und wegen Ihrer guten Mitarbeit bekommen Sie jetzt die bessere Note. Der hat manchmal auch gesagt, Sie haben schlecht mitgearbeitet, kriegen Sie eine schlechtere Note. Das mache ich nicht. Aber ich würde sagen, wenn Sie sich hier für sich selber, aber eben auch für Ihre Kommilitonen überdurchschnittlich engagieren, dann sollte das belohnt werden. Und das wird dann im Zweifelsfall eben mit einer etwas besseren Note belohnt. Es ist nicht so, dass Sie jetzt nur durch eine Mitarbeit hier bestehen können. Die Klausur ist schon noch das Wichtigste. Aber ein bisschen was. Und das bisschen was kann eben auch bedeuten, dass Sie dann statt der 5 doch die 4 bekommen. Im Zweifelsfall. Das kann auch, ist für manche vielleicht noch viel interessanter, kann auch bedeuten, dass Sie dann doch die 3.0 bekommen. Die magische 3.0, in TET immer heiß begehrt.
weil mit einer 3.0 in TT1 können Sie nicht mehr durchfallen. Weil die beiden Klausuren miteinander verrechnet werden. Kann auch sein, dass Sie dann statt der 2 dann doch die 1.7 bekommen oder so. Irgendwas, ne? Also es soll eine kleine Tendenz geben. Und das Ganze wirklich einfach nur, weil ich der festen Überzeugung bin, dass das gut ist für Ihren Lernprozess, wenn Sie sich gegenseitig helfen. Sie können da direkt mit anfangen, weil ich hatte ja eben schon gesagt, es gibt eine Frage zu den Übungen. Die hätte ich jetzt beantworten können. Ich habe die eben gesehen. Ich hätte die sofort beantworten können. Aber das ist viel besser, wenn jetzt einer von Ihnen in die Spur geht und sagt, naja, versuch's doch mal so. Oder ich bin so und so weitergekommen. Das kann ein Kommentar sein, das kann eine Antwort sein. Und das Ganze soll dazu führen, dass in dem Fall die Studierende dann vielleicht anschließend sagt, ja, das hat mir geholfen. Dann mache ich vielleicht sogar noch einen Haken dran. Dann gibt es nochmal extra Punkte, wenn eine Antwort als beste Antwort bestätigt wird. Und ich weiß, das ist ungewohnt, weil es das Format noch nicht so häufig gibt. Ich versuche Sie aber, deshalb nehme ich mir jetzt auch so viel Zeit, ich versuche Sie aber davon zu überzeugen, dass das ein lohnender Weg ist. Ein Weg ist, auf dem Sie am Ende mehr mitnehmen aus dem Ganzen. Ich will gar nicht sagen, die bessere Klausur schreiben, sondern wirklich mehr mitnehmen aus dem Modul. Gute Klausuren kann man in TT auch schreiben, wenn man am Ende massiv lernt, Übungen rechnet, kann man auch bestehen. Aber ich habe wirklich so meine Bedenken, ob man dabei am meisten lernt. Ich glaube es eher nicht. Und wenn es gut läuft, schaffen wir beides. Dann schaffen wir gute Klausuren und einen guten Lernerfolg. Also auch einen nachhaltigen Lernerfolg. Der Lernerfolg ist nachhaltiger, wenn Sie über eine gewisse Zeit sich mit dem Stoff beschäftigt haben und nicht einmal massiv am Ende vor der Klausur. Und erzählen Sie mir nicht, dass es nicht Studierende geben würde, die das genauso machen, massiv vor der Klausur pauken. Die gibt es. Die gibt es auch in TT. Vielleicht in TT sogar mehr als woanders. Also, dafür gibt es die Plattform. Und das sind so im Wesentlichen auch die beiden Sachen, die wir haben. Die Videos, ich habe schon gesagt, stehen zur Verfügung. Die stehen auch nicht nur auf, die Links sind ja hier im Opal auch gegeben. Sie finden die also im Videocampus Sachsen. Sie finden die auch auf YouTube. Gehen Sie auf die Plattform, die für Sie besser zugänglich ist. Sie können sie auch direkt aus Opal abspielen, wie Sie das gerne machen wollen. Machen Sie die Selbsttests, schauen Sie sich das Handout an, immer mal wieder, wenn Sie was nicht verstehen, ist es manchmal vielleicht schneller, das im Handout zu finden, als eben in den Videos. Und ja, jetzt muss ich überlegen, was ich vergessen habe. Ich glaube, von meiner Seite wäre es das erstmal, aber wir haben noch Zeit. Das heißt, jetzt wäre eine gute Gelegenheit, dass wir schon mal üben, wie das geht, mit Fragen stellen. Ja. Nehmen Sie beim Sprechen auch ruhig die Maske ab, dann verstehe ich Sie ein bisschen besser. Eine Probeklausur ist nicht geplant. Es ist aber wahrscheinlich so, dass es dass die Fachschaft auch alte Klausuren, Gedächtnisprotokolle hat und da wird es nicht so wahnsinnig viele Änderungen geben, aber es ist schon so, dass die Übungsaufgaben, die Übungsaufgaben könnten auch Klausuraufgaben sein und umgekehrt. Ich habe jetzt vergessen, die Frage zu wiederholen. Das muss ich noch einüben, weil wir jetzt mit aufzeichnen. Deshalb erlauben Sie mir hinterher, das nochmal zu machen. Das war jetzt aus der Antwort vielleicht schon klar, aber die Frage war gewesen, ob die Übungsaufgaben, die wir rechnen, mit den Klausuraufgaben vergleichbar sind. Entschuldigung. Ja.
Also die Frage ist, ob es die Möglichkeit gibt, auch diese Veranstaltung zu streamen. Das ist leider in dem Hörsaal nicht möglich. Der hat keine installierte Technik, also keine installierte Kamera und hat auch keine technische Vorrüstung, um das jetzt zum Beispiel das Signal so einfach abzugreifen. Deshalb muss ich hier auf dieses Kästchen zurückgreifen, mit dem ich das aufzeichne. Das wäre nur möglich, wenn man jetzt extra eine Kamera aufbauen würde, einen eigenen PC hätte, wo man dann zum Beispiel mit OBS das Ganze aufzeichnet. Aber die Frage ist, was ist der Mehrwert davon, dass Sie ein Video haben, auf dem Sie auch meine Person sehen? Die Veranstaltung wird ja in Zukunft tatsächlich eine Veranstaltung sein, wo wir viel tatsächlich auch interaktiv klären. Das, was ich heute mache, dass ich hier vorne stehe, viel erzähle, viel gestikuliere, das ist eher die Ausnahme. Also ich glaube, für die Veranstaltung dieser Art wird es ausreichen, wenn wir in Zukunft einfach die Projektion aufzeichnen und den Ton aufzeichnen. In der Projektion wird man dann typischerweise dann eben Ergebnisse auch schriftlich festhalten. Deshalb habe ich hier das Tablet, wo ich auch drauf schreiben kann und nicht eben irgendeinen fest installierten PC. Okay, also die Präzisierung, ja, danke. Die Präzisierung, ich hatte offensichtlich die Frage nicht richtig verstanden. Die Präzisierung der Frage ist, ob es möglich ist, zu streamen und nicht einfach die Aufnahme anschließend zur Verfügung zu stellen. Die Frage ist, was ist der Wert davon? Es ist technisch aufwendiger, das Ganze zu machen, wird auch wahrscheinlich nach der Information, die ich bekommen habe, mit der Kiste nicht so ohne weiteres funktionieren. Dann brauchen wir was anderes. Die Frage ist, was ist der Mehrwert? Also ich werde jetzt, nach dieser Veranstaltung habe ich jetzt leider anschließend eine Videokonferenz, aber spätestens morgen früh schneide ich das Ganze zusammen. Das sind ja jetzt mehrere Bruchstücke geworden. Schneide ich das kurz zusammen und stelle es dann zur Verfügung, werde es auch über Opal entsprechend verlinken. Ich glaube nicht, dass das Streamen an der Stelle so viel Mehrwert bringt. Synchrones Arbeiten für die anderen. Der Einwand ist synchrones Arbeiten für die anderen. Aber das wäre ja nur bei einem vollhybriden Format sinnvoll, wo wir einen Rückkanal haben. Und dann wird es bei so einer großen Gruppe, es sind jetzt aktuell im Kurs angemeldet, so knapp 150. Mit 150 voll hybrid zu arbeiten, ist schwierig. Also mein Vorschlag ist, wir probieren es jetzt einfach mal so. Ja, bitte. Ja, also die Frage ist, ich muss mich daran gewöhnen, die Frage zu wiederholen. Die Frage ist, warum man jetzt hier tatsächlich auch noch ein Strukturelement Matrix-Community hat, wo ich doch gerade so viel über Question-and-Answers-Plattformen geredet habe. Das ist ein Punkt, den sehen Sie alle nicht, wenn Sie sich einloggen. Sehen Sie den nicht. Das ist noch eine Altlast, die ich noch nicht rausgelöscht habe, die aber nicht sichtbar ist für Sie. Also ist nur da mit besonderen Rechten. Das Ganze ist ja auch entstanden. Ne? Also und das ist ein Prozess. Und als Ergebnis dieses Prozesses gibt es diesen Rest. Weitere Fragen? Ja, bitte. Also ich hätte überhaupt, also Entschuldigung, die Frage ist nochmal die Frage danach, ob man nur zu einer Übung oder zu beiden Übungen kommen muss.
Im Moment ist eher die Frage, würde ich sagen, oder meine Antwort ging in die Richtung, dass solange die Raumkapazitäten das hergeben, Sie herzlich eingeladen sind, auch an beiden Veranstaltungen teilzunehmen. Wenn Sie keine Probleme haben, ist das auch kein Problem, wenn Sie da überhaupt nicht hingehen. Also wenn Sie die Übungen selber bearbeiten können, brauchen Sie da auch gar nicht hinzugehen. Aber ich werde mir zusammen mit dem Herrn Jü nochmal überlegen, wir müssen ja jetzt irgendwie diese Corona-Kapazitäten im Auge behalten, wie wir es machen. Das werden wir jetzt möglichst schnell dann auch erarbeiten. Normalerweise würde ich sagen, wer da ist, ist da. Aber das können wir jetzt wahrscheinlich dann eben nicht machen. Also die Frage ist, ob man die Übungsaufgabensammlung, die es vor 6 Jahren gegeben hat, noch benutzen darf. Ich muss gestehen, ich habe jetzt keine konkrete Erinnerung daran, dass es vor 6 Jahren eine Übungsaufgabensammlung gegeben hat. Also mir ist das nicht bekannt. Mir ist das nicht bekannt, dass es da eine Übungsaufgabensammlung gegeben hat. Ja, aber wahrscheinlich ist das eher was, was von Studierenden für Studierende gemacht wurde. Sie lernen selber. Also die Frage ist, ob man das benutzen darf. Sie dürfen alle Hilfsmittel benutzen beim Lernprozess, die Ihnen in die Finger kommen. Typische Frage ist übrigens auch, was können Sie denn für ein Buch empfehlen? Da gibt es natürlich auch ganz viele, aber wenn Sie ein Buch suchen, an dem ich mich vielleicht am meisten orientiert habe, dann ist das dieses hier, Nolting. Nolting, Grundkurs, Theoretische Physik 3, Elektrodynamik. Ist eigentlich ein Buch für Physiker, aber das ist dem Stoff egal, ob der für Physiker oder für Elektrotechniker gemacht wird. Also die Physiker nennen das Elektrodynamik und wir nennen das theoretische Elektrotechnik. Das ist der Natur aber egal. Die funktioniert gleichermaßen egal, ob ein Physiker oder ein Elektrotechniker draufschaut. Das gibt es auch in der SLUB regalweise. Also Nolting, Grundkurs Theoretische Physik 3, aber schauen Sie ruhig mal rein in die verschiedenen Bücher. Es gibt ganz viele tolle Bücher. Und es ist immer auch so eine Frage des persönlichen Stils, was einem jetzt besser gefällt und was einem schlechter gefällt. Also es gibt Sachen, die sind zum Beispiel kompakter und manche finden das besser, wenn es ein bisschen kompakter ist. Und es gibt auch Sachen, die sind ausführlicher und manch einer hat gerne was Ausführlicheres. Also schauen Sie einfach mal rein, steht überall das Gleiche drin. Der eine macht an der Stelle einen Fehler, der andere macht an der anderen Stelle einen Fehler. Machen wir später. Gibt ganz, ganz viele tolle Bücher zur Elektrodynamik oder zur theoretischen Elektrotechnik. Und wie gesagt, das ist einfach nur eins, wo ich sagen würde, da habe ich mich vielleicht am meisten dran orientiert. Aber wie gesagt, nutzen Sie welche Quellen auch immer. Das ist Ihr Lernen. Und wir machen ein Angebot mit unseren Übungen, mit unseren Videos, mit unseren Handouts. Das ist ein Angebot für Sie. Wenn Sie sagen, ich kann mit irgendwelchen anderen Quellen viel besser lernen, machen Sie das. Zählt nur, was am Ende rauskommt. Nicht der Weg dorthin. Das ist eine Empfehlung unsererseits. Die Frage, ich rede die ganze Zeit über den Lernprozess und es kommt eine Frage zu den Klausuren, was als Hilfsmittel erlaubt ist, aber das ist vollkommen legitim. Also das ist so, wie es sich vielleicht auch in der ganzen Zeit für TET schon rumgesprochen hat. In TET sind keine Hilfsmittel erlaubt, außer einem, wie haben wir es immer gemacht, einseitig, Herr Jü? Sie haben das die letzten Jahre besser verfolgt. Also ein DIN A4-Papier beidseitig handbeschrieben, auf dem aber jetzt keine kompletten
Lösungen sind oder sowas. Also das ideale Papier sieht auch so aus, dass da möglichst wenig drauf ist. Also gute Papiere werden Lehrer im Laufe des Lernprozesses. Ne? Sie schreiben auf, was sie sich absolut nicht merken können und hoffentlich wird das weniger. Und zum Schluss haben sie so ein paar Sachen, wo sie sagen, das kann ich mir partout nicht merken, das schreibe ich auf. Und das dürfen sie dann auch mitbringen zur Klausur. Aber das wird ja rechtzeitig vorher nochmal alles gesagt. Aber sonst brauchen sie auch keine Hilfsmittel. Weitere Fragen? Minuten haben wir noch. Gut. Wenn partout keine weiteren Fragen kommen, dann brauchen wir hier auch nicht die Zeit zu vertun. Das wird dann übrigens in den anderen Veranstaltungen auch sein. Ne? Also wenn Sie nichts fragen und auch im auf der Plattform keine offenen Fragen sind, dann sind wir auch schnell fertig. Was 100% okay ist für alle von uns. Deshalb vielleicht von meiner Seite wirklich nochmal die Aufforderung, vorbereiten. Schauen Sie sich die Videos an, überlegen Sie sich, an welchen Stellen Sie irgendwas nicht verstanden haben. Tauschen Sie sich aus, entweder im persönlichen Gespräch mit Ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen oder eben auf der Plattform. Und dann sehen wir irgendwann schon, wo sind die Knackpunkte und können uns 10 Minuten vorher auch kurz darauf vorbereiten, wie wir das Ganze hier gestalten. Ja? Gut, dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen noch eine schöne Woche und am Freitag sind dann die ersten Übungen. Steht alles im Kalender. Und bis dahin klären wir auch, ob da nochmal eine Einschreibung ist. Also vorher nochmal auf Opal schauen, muss ich mich irgendwo einschreiben und dann kriegen wir das hin. Gut, besten Dank.